Verkehrsunfall mit 5 Schwerverletzten auf der B27 bei Sontra. Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Auffahrt Sontra Mitte der Bundesstraße 27 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 36-jähriger Mann aus Eschwege gegen 16.45 Uhr die B27 aus Richtung Sontra Nord kommend in Richtung Bebra. Vom Röstweg in Sontra kommend befuhr zu dieser Zeit eine 52-jährige Frau aus Ludwigsaum mit ihrem Citroën die Zufahrt Sontra Mitte zur B27 und bog nach rechts Richtung Bebra ab. Der Citroën befand sich nun vor dem Fahrzeug des 36-Jährigen und da es ihm vermutlich nicht schnell genug ging, setzte er mit seinem Mitsubishi bereits im Einmündungsbereich verbotswidrig zum Überholen an und befuhr hierbei die Linksabbiegerspur Sontra Mitte der B27 aus Richtung Bebra. Ein mit 2 Personen besetzter Opel befuhr zeitgleich aus Bebra kommend die Linksabbiegerspur der B27 und stieß frontal mit dem Mitsubishi zusammen. Der 65-jährige Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer des Opel, beide in Kornberg wohnhaft, wurden bei dem Unfall schwer verletzt, ebenso der 36-jährige Unfallfahrer und ein 35-jähriger Mitfahrer in seinem PKW. Seine Beifahrerin, eine 24-jährige Frau aus Eschwege, wurde bei dem Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt und musste nach ihrer Bergung mittels Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert werden. Entstandenen Sachschaden beziffern die im Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Sontra auf etwa 20.000 Euro. Die Bundesstraße 27 war für ca. 2 Stunden voll gesperrt und konnte gegen 18.50 Uhr wieder freigegeben werden.